Toleranz, Liebe, Religion, Islam. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Aspekte des Islam. Im Namen Allahs des Gnädigen und des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Sendung Aspekte des Islam live hier TZTV, dem Bürgerkanal Hamburgs. Unser heutiges Thema lautet die Gefahr des Minaretts. In den letzten Tagen gab es eine Abstimmung in der Schweiz und dazu möchten wir hier heute sprechen mit den Gästen, die wir eingeladen haben. Und heute Abend bei uns zu Gast Herr Hadayatullah Hübsch. Er ist seit 1970 Ahmadi-Muslim und deutscher Schriftsteller. Er war Mitglied des Ethikausschusses in Hessen und ist Imam der Nur-Moschee. Herr Hübsch, assalamu alaikum. Schönen guten Abend. Des Weiteren heute Abend bei uns zu Gast Herr Fazlur-Rahman Anwar. Er ist der stellvertretende Pressesprecher der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde hier in Hamburg. Herr Anwar, assalamu alaikum. Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben auch heute die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Stellen Sie die per Telefon. Die Telefonnummer wird auch noch einmal eingeblendet. Ich nenne sie auch noch einmal. Das ist die 040 für Hamburg, 325-99-0399. 040 für Hamburg, 325-99-0399. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de lautet die E-Mail. Wenn Sie Fragen haben zu dem aktuellen Thema, zu unserer Sondersendung heute hier am Mittwochabend, zu dem Thema die Gefahr des Minaretts, die Abstimmung in der Schweiz. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, diese Sendung im Internet zu verfolgen. Unter www.aspektedesislam.de läuft parallel zu dieser Sendung auch ein Livestream. Und wir möchten nun kurz mit einem Beitrag beginnen, wo wir noch einmal kurz zeigen möchten, um was es sich da genau in der Schweiz gehandelt hat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der Gebetsruf ertönt. Sogar zwei Minuten dauert. Ein Zeichen für Muslime, zum Gebet zu erscheinen. In kaum einem europäischen Land werden diese Gebetsrufe lautstark vom Minaretten gerufen. In den vergangenen Tagen nun die plötzliche und unerwartete Veröffentlichung eines Volksentscheides. Stopp! Ja zum Minarettverbot, lautete die Initiative der Schweizerischen Volkspartei, die das Land nun in zwei spaltet. 2011 soll bei den Parlamentswahlen die Ausländerpolitik Schwerpunkt der Debatte werden. Das Bauverbot für Minarette, das nun in der Verfassung stehen wird, stellt die Schweizer Politik vor große Schwierigkeiten. Es verletze die Religionsfreiheit, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sei, sagte Justizministerin der Schweiz Evelyn Wittmer-Schlumpf. Beim Nein zu Minaretten haben auch Ängste mitgespielt, die durch die hohe Zuwanderung aus der EU verursacht werden. Trotz Wirtschaftskrise ziehen monatlich 1000 EU-Bürger in die Schweiz. Viele Einheimische fürchten um ihren Job. Wie die Regierung darauf reagiert, ist noch offen. Fest steht, dass die Ablehnung von Minaretten weit über die Debatte um islamische Gebetstürme hinausgeht. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag, Herr Hübsch. Diese Abstimmung kam sehr plötzlich. Man hat es eigentlich gar nicht erwartet, dass von der Schweiz dann sowas kommt und sowas passiert. Wie können Sie sich das erklären? Ja, die Propaganda hat angesprochen Leute, die an sich mit dem Minarett direkt gar nichts zu tun haben, aber unterschwellig Angst haben vor dem Fremden. Und diese Angst hat so großen Raum eingenommen in ihrem Denken, dass sie praktisch versucht haben, mit dem Stimmzettel gegen alles Fremde, vor allem eben die Muslime, die für das Fremde an sich stehen, abzustimmen. Mhm. Also ein Professor aus der Schweiz, der kürzlich in Frankfurt dazu gesprochen hat, meinte, das sei eine Stellvertreterdiskussion gewesen, was die Minarette betrifft. Also es ging an sich gar nicht um die Minarette. Mhm. Es gibt in der ganzen Schweiz 4 Minarette. Ja. Und das ist an sich völlig unerheblich. Mhm. Aber die Schweizer, die diese Abstimmung angebahnt haben, wollen eben schüren Angst gegen Überfremdung und
diese Ängste sind eben auf Widerhall gestoßen. Mhm. Das ist auch in Deutschland möglich. Ja. Herr Anwar, war diese Abstimmung eine, ich nenne das mal, eine Attacke gegen den Islam? Ja, es war ja so, man muss sich vorstellen, was da alles gelaufen ist. Wie Herr Hübsch schon erwähnt hat, es gibt in ganz Schweiz nur 4 Minaretts. Mhm. Man schätzt etwa die Zahl der Moscheen etwa 170, davon 4 haben ein Minarett. Also die Schweiz ist nicht überschwemmt worden von den Minaretts. Und die stellen auch kein Problem dar. Es ist nur ein Anfang, was man jetzt befürchten muss, dass die fremdartigen Menschen so zu abstoßen. Mhm. Der Bürgermeister von Basel hatte zum Beispiel abgelehnt, diese Plakate in Basel ankleben zu lassen. Mhm. Der hatte gesagt, mit meiner christlichen Ethik und Vorstellung kann ich das nicht vereinbaren. Mhm. Und das ist ein großer Schritt. Es geht nicht nur um die Minarets. Wie gesagt, das sind nur 4 Stück. Mhm. Und 5. oder 6. Minarett hat auch nichts viel verändert. Ja. Herr Hübsch, wer war es denn jetzt eigentlich, der wirklich angekreuzt hat, ja, stopp, das Minarett möchten wir nicht haben? Aber es gibt ganz interessante Untersuchungen, Analysen dieser Ergebnisse der Wahl. Zum einen, da wo Menschen in der Nachbarschaft von Muslimen leben, also in der Nähe von Moscheen beispielsweise, da war die Stimmung der Bevölkerung für die Muslime, also gegen dieses Begehren, dass die Minarette nicht gebaut werden dürfen. Mhm. Also die Menschen, die mit Muslimen zu tun haben, haben keine Angst vor Muslimen. Aber da, wo es keine Moscheen gibt in der Schweiz, wo keine Muslime leben, da hat die Bevölkerung Angst. Mhm. Ein zweites Ergebnis ist, dass in den Städten gegen die Initiative zur Minarettverbotsgeschichte gestimmt hat. Und die ländliche Bevölkerung hat für das Verbot gestimmt. Mhm. Also auf dem Lande hat man mehr Angst, wohl aus Unwissen. Mhm. Ich denke, wenn die Menschen sich kennenlernen würden, dann würde diese Angst auch verschwinden oder zumindest sich verringern. Mhm. Also Sie meinen, das ist hier ein Defizit an Kommunikation? Ja. Es ist offensichtlich so, dass diese unterschwellige Angst durch Mangel an Kommunikation, durch Mangel an Wissen, durch Mangel an Aufklärung entsteht. Und die ungeschulten Menschen, die also keine Ahnung haben vom Islam, die folgen halt bestimmten Parolen, also sehr einfacher Art. Ja. Herr Hübsch, glauben Sie, dass die Menschen überhaupt wussten, was ein Minarett überhaupt ist? Naja, also man hat das ja so gestrickt in der Schweiz, dass man durch diese Plakatkampagne deutlich gesehen hat, was ein Minarett ist. Mhm. Und die Medien haben dem Plakat zu mehr Aufmerksamkeit verholfen als das Plakat selbst. Weil in allen Zeitungen war dieses Plakat abgedruckt, wenn auch zum großen Teil mit negativen Vorzeichen. Also man hat gesagt, das ist ein schlechtes Plakat, ein schlimmes Plakat, ein rassistisches Plakat, aber man hat es gedruckt. Und das wirft viele Fragen auf, inwieweit nämlich da die negative Darstellung des Plakates trotz der Ablehnung durch die Medien, durch die faktische Darstellung in den Medien mehr Wirkung hatte, als dann, wenn es gehängt worden wäre. Herr Anwar, die Schweizerische Partei, die Volkspartei, hat jetzt auch noch angekündigt, ein Verbot gegen das Kopftuch noch einmal draufzusetzen. Was meinen Sie, was kommt da noch? Ja, deswegen sagte ich, dass die Minarette waren kein Problem für die Schweiz. Es gibt nur 4 Stück und wie Herr Hübsch auch gerade erwähnt hat, die Nachbarschaft ist damit zufrieden. Also ich kenne das auch aus Zürcher Moschee. Die Umgebung ist damit zufrieden. Auch die Interviews, die man dort gemacht hat, die schweizerische Fernsehen und so weiter, die haben gesagt, dass diese Moschee gehört zu unserem Stadtteilbild und wir möchten das gar nicht weghaben. Mhm. Und aber die haben versucht, auf diese Weise die Muslime zu entwürdigen, ein bisschen, wie soll ich sagen, kleine schlechten Ruf zu bringen und so weiter. Und wenn man die Plakate sich anguckt, dann sieht man nicht nur die